in the previous episode. Nein! Ah, goddammit! And so it continues. Dann schätze ich mal, gehen wir zurück und gucken uns die anderen 1300 Wege an, die wir auch hätten gehen können. Worum wir diese hinführen mögen. Sehr mysteriös, das Ganze. Ich frage mich auch, warum das Ganze hier, warum hier so eine Art Bunker ist, weil das sieht sehr bunkermäßig aus. Sehr Zweiter Weltkrieg. Tabulator, Karten, achso, Kartenaktualisierung. Wir haben soweit ja eigentlich alles gefunden. Wow, ich bin voll stolz auf mich gerade. Da haben wir noch nicht alles gefunden, weil die Schatzkarte hier ist. Und hier komme ich noch nicht rein. Ja. Und da komme ich, glaube ich, auch noch nicht rein. Da ist ein Schlosssymbol drauf. Aber der Rest, alter Verwalter? Wo bin ich eigentlich gerade? Ach, hier bin ich. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Cool. Ich bin richtig gut. Manchmal geht's ja. Manchmal hat man so seine Höhepunkte. So, wo geht's denn hier unten lang? Ich bin oben lang gelaufen eben. Wahrscheinlich einfach nur ein anderer Weg hierhin. Ja. Ein schnellerer Weg, würde ich fast meinen. Ja, ja. Das wäre derselbe Weg gewesen auf jeden Fall. Ging's da oben irgendwie noch woanders lang? Huh. Ich will nochmal... Nee, das war genau dasselbe. Ist ja sehr interessant. Die wollen mich verwirren. Spring! Okay. Hier oben war ich auch schon überall, oder? Oder? Ja, hier war ich auch schon. Alles gut, alles gut. So, das haben wir auch mitgenommen. Dann sind wir hier durch. Das ist wunderbar. Ja, erreichen Sie es, fragt der Endurance. Bla, bla, bla. Lass mich in Ruhe. So, unten war ich noch nicht. Da gehe ich jetzt auch gleich hin. Lass mich aber erstmal hier oben gucken. Ich frage mich immer noch, was es mit dieser komischen Boje auf sich hat. Hallo? Hallo? Erreichen Sie das, fragt der Endurance. Sofort. Wo geht's denn hier lang? Habe ich hier nicht gerade die anderen zwei Penner ausgenockt? Nee, habe ich nicht. What? Oder doch? I don't know. I don't know. Es ging doch hier irgendwo unten auch noch lang. Dann bin ich jetzt doof. Da. Ich seh's doch. Da unten geht's auch irgendwo lang. Wo geht's denn da lang? Wenn's da richtig ist, wo ich gerade lang gelaufen bin. Hui! Und warum habe ich. Scheiß Boy. Tät die mir auf den Sack. Oh. Okay. Ich schätze, die bleibt einfach da. Gib her. Das ist nur ein Ausguck, kann das sein? Und ich dachte die ganze Zeit... Nö. Ich war hier schon. Ich bin da hochgeklettert und gestorben. Meines Erachtens. Nee, bin ich nicht. Aber meint es woanders. Kommt mir hier irgendwo runter? Aber muss ich ja eigentlich nicht, wa? Hier ist was. Das habe ich schon gefunden. Gut. Dann gehe ich jetzt ein letztes Mal zurück und dann komme ich hoch. Wäre eine Abkürzung gewesen. Komm aber hier lang. Das habe ich gerade getestet. Ja. Ja. Wie diese Seile. Wo? Unsichtbare. Ach so. Nee, das Grab scheint mir im Weg. Warte mal. Das muss ich jetzt gerade nochmal kurz gucken. Wo geht diese Seile lang? Ach, ganz oben, wa? Okay. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Nicht von der Seite. Oh Gott, ich dachte schon, sie springt runter. Oh. Please down. Good. Spring. Und bitte stürz nicht. Ich habe Angst. So. Wo gehst du lang? Wie? Wäre ich da doch irgendwie hochgekommen? Nee. Nee. Oder? Auf jeden Fall habe ich nichts verpasst. Laut Karte. Nicht wirklich. Kann ich das darüber machen? Nee. Eigentlich solltest du es da festmachen, aber ist okay. Das kann ich noch nicht. Ja, sollst du ja auch noch gar nicht können. Ich muss doch hier lang. Bin ich doof? Ah! Ach, da unten. Ich habe schon wieder vergessen, dass man es da reinschießen kann. Ja. Hui!
Komm, stell mir einfach vor, wie sie einfach gegen diese Wand jedes Mal klatscht. Volle Kanone. Sehr angenehm. Werd dich drum. Und da? Da war ich doch. Das war immer was zum Klettern, siehst du das? Das ist so weiß. Ich habe immer das Gefühl, alles, was so ein bisschen weiß angestrichen ist, ist was, was mir sagen soll, dass ich da klettern kann. Doch, ich war hier unten. Ich bin hier gestorben. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Vielleicht bin ich nicht hier gestorben, aber da war auch was. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Finde ich schön formuliert. Das beunruhigt mich kolossal. Das möchte ich gerne in meinen Wortschatz aufnehmen. Sam, merkst du, wie beunruhigt sie ist? Ich finde das sehr kolossal. Okay. Ich komme doch da gar nicht lang. Wieso nicht? Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Da ist auf jeden Fall was. Ich meine, nichts Wichtiges, aber... Und von da oben wäre ich ja auch nie lang gekommen, weil das viel zu weit nach oben ist. Ich bin verwirrt. Verwirrt. Na gut. Ich lasse es links liegen. Ich habe dann alles in dieser Gegend hier soweit, ne? Yes, sieht gut aus. Sehr schön. Rein in den Stacheldraht mit der Stirn. Sehr gut, sehr gut. Bitte krach nicht über mir zusammen. Bitte keine Quicktime-Events. Es ist zu spät für Quicktime-Events. Hello? Anyone? Oh, shit! Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Sieht doch voll aus wie so ein Militärstützpunkt. Nein, ich wollte eigentlich an. Nein. Es tut mir leid. Ich will hier doch eigentlich ran. Dankeschön. Oh, Futter. Dann können wir auch darüber. Ne, das ist natürlich zu weit weg. Und da können wir auch nicht hochziehen, gerade weil das Stacheldraht ist. Ja, war ein schöner Sonnenuntergang. Aufgang, Untergang, ich weiß es nicht. Wie viel Uhr haben wir es? Ich habe meine im Wasser verloren. Die war doch nicht so wasserfest. Ich bin Geld zurück. Okay. Ich schätze mal, wir gehen einfach immer weiter nach rechts. Um den komischen Bunker herum. Das ist, sieht nicht gesund aus hier. Definitiv nicht modern. Nicht modern. Nicht 300, 400 Jahre alt. So wie der Rest auf dieser Insel. Wenn nicht sogar noch älter. Vor allem, auf was haben sie denn hier geschossen? Und was ist das für ein... Kann ich das anzünden? Ist das wieder irgendein... Nö, das kann ich jetzt auch Spaß machen. Vorherige Bewohner. Ah, doch. Ich darf anzünden. Eins von vier Flaggen verbrannt. Und die werde ich hundertprozentig nicht alle finden. Was? Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt. Zeitverschwendung. Wie viele Generatoren sind das? Zum Teufel brauchen sie die. Es spielt keine Rolle. Aber wir haben letzte Woche schon alle tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. So redet man nicht. Wir ziehen ihn raus. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ganze Rauch, der über den Tag aufsteigt. Ob das auffällt? Dann wüssten wir Bescheid. Und was ist mit dem Fremden? Verstärkung! Kommt runter! Wir haben einen Einsatz! Das war ein Unfall! Ich schwör's, hast du es nicht gesehen? Ich hab's gesehen. Es war sowas von Unfall. Hätte niemand verhindern können. Dachte ehrlich gesagt, ich mach das jetzt heimlich damit, aber gut. Umwelt benutzen ist offensichtlich nicht heimlich.
Ah, die seilen sich einfach von oben ab. Achso, und der steht gleich wieder auf. No. Wow. Was? Von wo? Das sind aber eine ganz schön eine Menge an Leuten hier. Nein. Das, dich wollte ich gar nicht, aber ist auch okay. Stirb. Please. Wow. Ich habe die beide getroffen, ich bin schwer. Ich glaube, es wird Zeit für eine andere Waffe. Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen, wenn er direkt vor uns steht? Okay. Stirb. Hui. Ja, leg mich um. Wie hätte ich das bitte heimlich bewerkstelligen sollen? Holy shit. Wahrscheinlich gar nicht. Warte. Ist der jetzt unter ihm? Hui. Klappt ja wunderbar. Das war's. Sehr schön. Ich räume mal kurz alles ein. Das war gut. Es war nicht heimlich, überhaupt nicht, aber es hat Spaß gemacht. Sind hier vielleicht irgendwas zum Anzünden? Das geht wahrscheinlich nicht auf. Ich habe Angst, dass hier noch mehr Leute sind. Weil das irgendwie erstaunlich einfach war. Trotz allem. Gib her. Dankeschön. Ich brauche all das Bergungsgut. Was sind denn das hier? Was, okay. Das Ding ist gar nicht mehr da. Dieser komische, was auch immer die da hochgezogen haben. Was auch immer hier für komisches Zeug rausflattert. Was haben wir denn? Kann ich das anzünden? Ja. Sieht nicht so aus. Können wir mal Kuh machen? Vielleicht sind hier irgendwelche Sachen, die ich... Aha, ich sehe da was. Da oben ist was. Und hier habe ich jemanden noch nicht gelootet. So. Alle gelootet. Da ist was zum Explodieren, was ich nicht brauche. Das sieht irgendwie... Ha. Guck mal, das leuchtet. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist schon wieder so ein Teil. Wieso komme ich da nicht ran? Das ist sowas wie... Oh, never mind. Willst du mich verarschen? Mach die scheiß Tür auf. Klemmt die? Die sieht offen aus. Eigentlich. Soweit ich das beurteilen kann. Kann ich das hier aufstemmen? Nein. Wie komme ich denn da rein? Und warum ist das so locker hier? Mach auf! Manu! Ich werde langsam ein wenig zickig mit all den Türen, die sich nicht öffnen lassen. Hier lag auch noch irgendwas. Ah, da. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Das ist auch sehr schön gesagt, um Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Im Kloster. Natürlich. Sagst du einfach du, Himiko. Jetzt ist auch mal gut. Spielen kannst du später noch. Wir haben ja einen Krieg zu gewinnen. Was? Ah. War ja eine super Idee von dir. Autsch. Alter. Kopf, zeig ihn. Komm, Freund. Ah, goddammit, ich bin so schlecht. Ja. Was ist das denn? Kommt da jetzt einer von hinten? Ich hoffe nicht. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, du Wichser. Nicht mit mir. Was ist das? Sie kriecht noch. Jetzt kriecht sie nicht mehr. Okay. Ja, von hinten anschleichen. Das sind mir die Liebsten. Ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt, habe ich gerade gesehen.
Aber erst nachdem ich hier... Boah, wie viel Munition hier einfach mal rumliegt. Dankeschön. Was ist denn los? Was? Gar nichts. In Deckung, ein Eindringling. Weißt du, das Ding ist, ich glaube, selbst wenn du es geschafft hättest, alles heimlich zu machen, sodass die erste Instanz dich nicht entdeckt hätte. Spätestens jetzt hättest du ja alles getriggert automatisch. Oh Gott, ich bin so schlecht. Oh Gott, ich bin so schlecht. Können wir kurz mir eine Pause geben, damit ich hier schnell alles einsammeln kann und so? Hallo? Ah! Wo kam das? Was? Was? Doppel! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich stehe genau drüber. Ich lebe noch. Drei Gliedmassen weniger, aber noch am Leben. Ich habe Angst, dass die von hinten kommen. Das ist unfassbar. Oder so. Nee, nee, du nicht. Du bleibst da. Ich will keine Gesellschaft. Was ist das bitte? Hörst du noch jemanden? Nein, sie steht. Alles gut. Oh. Huch! Das kann überraschen. Gib mir mal bitte mein ganzes Bergungsgut, was mir zusteht. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe kein Upgrade übersehen. Es kommt mir jetzt komisch vor, dass ich da nicht rein kann. Aber na gut, ich bleibe geduldig. Ah! Was? Ach, da oben. Oh. Bye, bye. Noch jemand? Hallo? Nein? Okay, es war der Einzige. Gib her. So viel Bergungsgut. Holy shit. Bye, bye, Tür. Wahrscheinlich komme ich hier nie wieder hin. Ich verpasse das einfach gerade total. Aua. Ja. Ich hätte gerne mein mir zustehendes Bergungsgut da hinten. Dankeschön. Balancieren. Ob ich später nochmal vorbeikomme? Vorbeikommen kann? Ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst, wenn du so eine Sektion spielst, dass die teilweise einfach unspielbar wird ab einem bestimmten Zeitpunkt. Weil du keine Ahnung, alles in Schutt und Asche legst oder so. Na gut. Ich hab soweit alles, außer das da unten. Weil da komme ich nicht hin, weil ich nicht weiß, wie ich die Tür öffnen kann. Nervig. Nervig, nervig. Okay. Wir klettern hier rüber. Und springen da hoch. Oh, das sieht schön aus. Oh, es blendet, aber es sieht so schön aus. In was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Wow. Wie gemein. Das ist jetzt ein bisschen mies von dir, finde ich. Bis jetzt ist er doch nur in diesem dämlichen Schiff und versucht da die Werkzeuge zu holen. Hat noch gar keine Scheiße gebaut. Ich würde mal vermuten, dass es dazu kommt, dass er Scheiße baut, aber bis jetzt... Bis jetzt ist er safe. Ich habe auch nicht wirklich irgendwelche Dinge angezündet. Das müsste ich auch nochmal nachgucken, ob es da drin welche gibt. Das wird mir wahrscheinlich nicht angezeigt damit, wa? Hätte ich mal vorher gucken sollen, bevor ich die Scheiße da angezündet habe. Aber na gut. Kann ich dich bewegen? Ich kann dich nicht bewegen. Okay. Wie komme ich da jetzt? Wie komme ich da nochmal hoch? Nicht wirklich. Das ist nicht gut. Gibt's hier hinten noch was? Zombies zum Beispiel? Hallo? Geprägt im Jahr Meiji 6. Also 1873. Boah, dass dieses alles so aus dem Kopf weiß, finde ich echt beeindruckend. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Oh. Ich frage mich immer noch, was mit der Familie passiert ist. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich... vielleicht hatte sie ein Happy End und die sind von dieser Insel gekommen und alles lief
gut. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Seven days.